Unterstützer der Steirischen Volkspartei, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns den Abend anders vorgestellt. Aber ich muss euch gleich zu Beginn eines sagen. Mein erster Wahlabend hier am Karmeliterplatz war im September 1986. Eine Landtagswahl. Es war ein erfreulicher Wahlabend. Und seitdem habe ich unzählige in diesem Haus erlebt. Die Mehrheit war unerfreulich. Und wenn ich eins in diesen Jahren gelernt habe, dass an dunklen Wahlabenden einen die Hoffnung wach hält, dass wieder andere Wahltage kommen. Und das, meine Lieben, ist meine tiefe Überzeugung und meine Motivation auch schon für die nächsten Tage und Wochen. Zum Zweiten. Zum Zweiten, meine Lieben, ich möchte mich bei allen bedanken, die sich in den letzten Wochen so engagiert haben. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für eure Unterstützung. Ich möchte mich für die vielen Textnachrichten bedanken. Ich möchte mich für die vielen persönlichen Worte bedanken. Ich möchte mich für das bedanken, was wir in den letzten Wochen gemeinsam erlebt haben. Und ich kann euch eines sagen, ich habe alles gegeben. In den letzten 2,5 Jahren als Landeshauptmann und in den letzten Wochen und Monaten als Spitzenkandidat. Und ich möchte euch einfach sagen, ich habe alles gegeben, meine Familie hat alles gegeben und ich bin euch allen, vor allem meinem Regierungsteam, so dankbar, dass ihr auch alles gegeben habt, um diesen eisigen Gegenwind etwas entgegenzusetzen. Euch ein großes Danke. Und eins möchte ich einmal in aller Deutlichkeit sagen. Die Bundespolitik hat diese Wahl dominiert. Ich war gestern noch unterwegs, zuerst in meinem Heimatbezirk, dann in Graz und dann im Bezirk Leibnitz. Und in allen drei Regionen hat sich eine einzige Frage durchgezogen. Warum hat der Bundespräsident das gemacht? Eh gut, dass sie oder du dagegen Stellung bezogen hat. Aber das ist unfair, dass nicht der Stärkste den Regierungsbildungsauftrag bekommt. Und insofern, meine Lieben, muss ich euch eins sagen. Die Bundespolitik hat bei dieser Landtagswahl durchgeschlagen wie noch nie. 6 von 10 Steirern haben in der Umfrage von ORF und Kronenzeitung gesagt, die Bundespolitik ist für sie das entscheidende Wahlmotiv. Insofern ein großes Danke nach Wien. Weil, wenn man eines vielleicht heute einmal sich vor Augen führen kann, möglicherweise auch in der Hofburg, dass die Stimmungslage außerhalb des ersten Wiener Gemeindebezirks offensichtlich eine andere ist, als man sich dort vorstellen kann. Die Entscheidungen rund um die Regierungsbildung sind als unfair empfunden worden und Unfairness wird bestraft. Ich komme heute ein bisschen wie das Bauernopfer der Republik vor, meine Lieben. Und vielleicht auch noch einige Sätze, weil ich da heute schon so lauter schlüssige Analysen gehört habe und gelesen habe. Also das Leitspital ist jetzt schuld. Also ich darf schon erinnern, dass dieses Thema bei der letzten Landtagswahl genauso ein Thema war. Damals haben wir im Bezirk Lietzen übrigens 7,5% gewonnen. Also sehr schlüssig erscheint mir diese Argumentation nicht unbedingt. Vor allem, wenn ich bei der gleichen Kronenzeitungs- und ORF-Umfrage lese, dass 45% oder so der Steirerinnen und Steirer dafür sind. Also, meine Lieben, das ist heute ein schmerzlicher Tag, das ist eine schmerzliche Niederlage, das ist auch für mich persönlich eine schmerzliche Niederlage. Dies umso mehr, als ich wirklich in den letzten 2,5 Jahren mit jeder Faser meines Herzens versucht habe, die Aufgabe des Landeshauptmanns der Steiermark nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Und es schmerzt vor allem deswegen, weil ich eigentlich über diese Zeit den Eindruck hatte, wir haben eine produktive Zeit dieser Landesregierung erlebt.
Wir haben eine Zeit erlebt ohne jeden Skandal. Wir haben eine Zeit erlebt, wo wir zu den Themen, die die Leute eigentlich im täglichen Leben betreffen, große Initiativen präsentiert haben. Und insofern ist dieser Tag umso schmerzlicher. Aber ich darf euch an das erinnern, was ich eingangs gesagt habe. Es kommen wieder lichtvollere Tage. Ich bin jetzt schon motiviert, die Gespräche zu führen, zu schauen, wie wir für unsere Steiermark und für die Steirerinnen und Steirer weiter gute Politik machen können. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit außerordentlich bei meinem Regierungsteam bedanken, bei allen Kandidatinnen und Kandidaten bedanken, bei allen, die hier mitgewirkt haben. Und ich möchte mich ganz besonders bei meinem persönlichen Umfeld bedanken, insbesondere bei meiner Frau und bei meinen Kindern, weil wir in der letzten Zeit wenig Zeit miteinander verbracht haben. Und insofern, meine Lieben, die Sonne wird uns wieder scheinen. In diesem Sinne, alles Gute und wir sehen uns später noch einmal.